Hallo zusammen, heute ist der 13.06. Zeit für ein neues News-Update. Ja, die letzten News sind schon eine Weile her, fast einen Monat jetzt. Das war noch vor dem Beginn des Lands of Lore Let's Plays. Ja, mit Lands of Lore sind wir schon fast durch. Das werden nur noch ein paar Folgen sein. Ich habe jetzt schon recht viel auf Vorrat aufgenommen, weil am Wochenende wieder gearbeitet werden muss. Und am nächsten Wochenende. Ja, ich habe wieder viel zu tun. Aber einen kleinen Puffer habe ich schon mal angesammelt. Das ist also die eine News. Lands of Lore ist bald durch. Das nächste Projekt ist aber auch schon angelaufen. Das wäre nämlich Dwarf Fortress. Ja, mit dem Projekt werde ich mir nicht unbedingt viele Freunde machen, denke ich. Denn es ist schon sehr eigenwillig. Sagen wir es mal so. Also ich denke nicht, dass sehr viele Leute es mögen werden. Aber ich finde es sehr interessant. Und ich wollte es auf keinen Fall euch vorenthalten. Wenigstens mal reinschnuppern sollte drin sein. Dann könnt ihr gerne schreiend weglaufen. Das ist mir auch recht. Aber gibt ihm wenigstens mal eine Chance. Die anderen Projekte werden natürlich weiterlaufen, also Gothic und der Torum Run und ganz selten mal auch Planescape Torment, was ich mal wieder, wie immer kann man schon fast sagen, vernachlässige. Aber so ist es nun mal. Das war jetzt primär zu den neuen Projekten und den alten Projekten und Projekten allgemein. Eine Sache würde ich aber trotzdem noch gerne loswerden, und zwar ein dickes Danke, das habe ich in den letzten News schon vergessen, an einen Zuschauer, der mir Kopfhörer geschenkt hat. Und zwar richtig gute, die benutze ich jetzt schon seit einer ganzen Weile und das fand ich einfach nur genial, mal sowas zurückzubekommen. Das kam schon gut an. Aber ja, das war es jetzt auch für die News und wir sehen uns mal in Projekten. Bye, bye.